Ich bin Timo Brühl, 43 Jahre alt. Ich bin hier bei JUWI Abteilungsleiter für Projektentwicklung in Deutschland. JUWI ist ein Projektierer für erneuerbare Energien seit 1996, also seit 25 Jahren. Wir sind angetreten, um 100% erneuerbare Energien in Deutschland umzusetzen. Diese Vision haben wir. Wir haben unter anderem bis jetzt 1700 PV-Anlagen errichtet. Das sind ungefähr 2700 Megawatt. Und da können wir echt stolz drauf sein. Das Projekt Metzdorf 2 ist für uns ganz besonders, weil es erstmalig außerhalb des EEGs, also ohne feste Vergütung, vermarktet wurde. Wir haben das Projekt an die Stadtwerke Tübingen verkauft, die mit diesem Projekt ihrem Ziel, bis 2024 ihren Kunden 100% Ökostrom anzubieten, näher gekommen sind. Dieses Projekt hat ungefähr eine Größe von 7,8 Megawatt. Das heißt, 2500 Haushalte können mit diesem Projekt versorgt werden. Das Projekt ist ungefähr 600 Kilometer entfernt von unserem Standort hier in Wörstadt. Und deswegen haben wir uns für die Firma Huawei entschieden, die Stringwechsellichter 185 KTL und die drei Smartlogger, die wir verwendet haben, eignen sich besonders gut, weil wir eben hier von diesem Standort aus die Anlage betreiben und warten können. Zusätzlich dazu war das Preis-Leistungs-Verhältnis für uns ausschlaggebend, uns für Huawei zu entscheiden. In enger Zusammenarbeit mit Huawei konnten wir die Herausforderungen meistern bei diesem Projekt und erfolgreich die Inbetriebnahme durchführen. Und das ist für uns der Grund, dass wir auch weiterhin gerne mit Huawei zusammenarbeiten und hoffen, noch viele Projekte umsetzen zu können.